29. Folge von Oxygen Not Included. Ja, lass mal wieder laufen. Wir waren hier oben ja mit der Leitung beschäftigt und da würde ich gerade mal nochmal diese Leitung hier, also der kann ja ruhig bohren, das ist gar nicht das Problem, aber die würde ich noch ein bisschen umgestalten, weil ich glaube, wenn wir hier mal gucken, das bisschen hier, das wird wahrscheinlich nicht genug sein. Da müssen wir mehr haben. Und zwar gefällt mir das sowieso nicht so ganz, weil ich glaube, aber das können wir nachher noch machen. Warte mal, machen wir nochmal Stopp. Also wir haben ja hier Eis und Schnee. Und wenn hier das warme Wasser durchgeht, dann ändern wir die Temperatur. Das heißt, es taut hier auch alle. Da müssen wir noch dran denken. Das ist mir letztes Mal noch aufgefallen, als ich nochmal ein bisschen weiter geguckt habe. Und ich glaube auch, dass dieses kleine Schleiflein hier nicht genug ist. Deswegen sollten wir da nochmal anders vorgehen. Also wir müssen gucken, dass das mit dem Wasserauffangen passiert. Und zwar müssen wir schauen, dass wir hier vielleicht so eine isolierte Schicht machen. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Drei, ne? Das ist 1, 2, 3, 4. Hier ist der Deckel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, das wäre jetzt unser Dingens. Hier käme wieder ein Eingang. Das bedeutet, hier ist der Boden. Da ist auch der Boden. Also hier brauchen wir keine normalen, da können wir solche Ziegel, die brauchen wir gerade wieder weg. Das ist Blödsinn hier. Hier außen macht schon Sinn zu isolieren, wegen der Wärme der Leitung vielleicht. Und hier müssen wir jetzt überlegen, was wir da machen. Ich glaube, wir reißen nochmal die Leitung da auch weg. Abbruch. Mach das nochmal weg. Und das auch nochmal weg. Und dann nehmen wir nochmal diesen Ziegel. Das war doch isolierte Ziegel, ne? Ja, den machen wir nochmal hier hin und gehen hier lang. Und jetzt müssen wir mal gerade gucken. Das ist dann da drin, ne? So, dann nehmen wir die Leitung, isolierte Leitung, sanitär, isolierte Leitung, gehen noch ein Stück hoch und gehen dann hier links. Gehen bis dahin. Das ist Blödsinn gerade gewesen, weil die isolierten Leitungen gehen noch bis da. So, das hier kann auch schon wieder weg. Das war auch falsch, weil dann wollen wir die Radiatorleitung machen. So, und dann nochmal den isolierten Stein. Das soll so sein. Und da machen wir jetzt eine Schleife rein mit den Radiatorleitungen. Das bedeutet, gehen wir weiter, gehen wir weiter. So soll es sein. Dann haben wir da eine Schlaufe drin und dann geht das, ne? So, jetzt müssen wir nur weiter gucken, dass wir gerade hier noch da oben müssen wir mal schauen. Hier müssen wir gerade noch eine Treppe weiterbauen, sehe ich gerade. Das funktioniert sonst nicht. Sonst kommen die ja gar nicht hin, ne? So. Lass nochmal das Temperaturding machen. Okay, das ist schon passend hier. Wohl hier reißt das mal schon wieder weg. Das ist
Das ist ja ein kaltes Biom, das kann ja auch kalt bleiben. Soll ja kalt bleiben vor allem. Mit Wellen und Wänden und Böden für Räume zu und lässt Flüssigkeiten und Gase durch. Hier lässt keine Flüssigkeiten durch, aber dafür Gas. Das ist die Frage, ne? So, das hat er nicht ausgewählt gerade. Das wäre dann ja hier der Weg dahin. Ach so, wir hatten ja jetzt, hatte ich ja gesagt, mit der Schneeschmelze, ne? Dann würde das ja bedeuten, dass wir das mit dem Schnee irgendwie auffangen müssen. Das macht ja nicht so ganz so viel Sinn, wenn wir das so machen, ne? Das bedeutet eigentlich, dass wir hier ein Becken zaubern sollten. Das heißt, da wieder was abbrechen. Wir bauen da nochmal einen Boden hin. Und machen hier das Becken. Welches dann so geht, oder? Falls Wasser kommt, dann kann das da rein. Müssen wir gucken. Hier wäre Wasser drin. Sie fragen, wie kalt das wird. Ich würde schon jetzt eine Pumpe reinbauen wollen. Und isoliertes Rohr. Jetzt weiß ich nicht, welche Leitung ist die vor, welche ist der Vorlauf, welche ist der Rücklauf. Haben wir noch nicht festgelegt, ne? Nee. Das müssen wir dann auch noch überlegen, aber das ist ja hier schon mal erstmal gut. Und da muss noch Strom dran. Ne? Das reicht erstmal bis da. Und dann müssen wir noch weiter gucken. So, das bedeutet. Nee, Graben ist angesagt, wenn, ne? Ich glaube, dann müsste das hier funktionieren soweit. Das kriegen sie dann auch noch hin. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Hier wird ja schon kräftig gebaut. Ja, wie ist mit Essen? Das ist auch wieder... Ah, gerade was gekommen. 1400, alles klar. Was machen diese Pflanzen? Ja, es sieht so aus, als ob die wachsen, außer diese hier. Beleuchtung gestoppt. Warum ist hier kein Strom? Hamsterrad. Keine Stromzufuhr. Einmal bitte Stromleitung gucken. Ah, hier ist irgendwas unterbrochen. Vielleicht lag es daran. Ah, hier steht's. Vielleicht sollten wir das da schnell nochmal abreißen. Mach das nochmal weg. Die Batterie ist mit dem Hamsterrad, das ist hier mit. Aber hier sollte eigentlich das da unten wegkommen. Warum kommt das hier nicht weg? Das Ganze funktioniert da gerade nicht, ne? Mal gerade auf 6. Wie war die Stromversorgung hier? Das ist mit dem zusammen. Da läuft schon der erste. Und dann gibt es hier wieder Sauerstoff, oder? Sieht auf jeden Fall so aus, dass es klappen könnte. Okay, das steigt wohl. Ist ein bisschen viel dran, ne? Oder wie sehe ich das? Ja, produziert doch hier eigentlich Strom, ne?
kriegen wir ja nicht genug Wasserstoff weg, oder wie? Aber hier ist doch Wasserstoff drin, ne, oder? Wasserstoff, Aber da wird es ja nicht produziert. Hier ist Erdgas, das müssen wir unbedingt noch haben. Was hier? Ach so, schon so voll. Okay. Ja, wir müssen das alles noch revolutionieren. 3450 Essen ist gerade gut. Geht voran. Der kriegt die Batterie kaum voll, ne? Hier muss mehr kommen. Lüftung. Ist nicht viel, was da passiert, ne? Ja, der Sauerstoff ist klar, der geht da schon durch. Aber der Wasserstoff ist das Entscheidende. Die Batterie ist jetzt mal voll, wird aber ganz schnell wieder leer, wie wir gerade sehen. Jetzt macht er hier schon wieder nichts mehr, ne? Ist ja schon wieder einer am Laufen. Der produziert hier mir zu wenig. Aber zwei kriegen wir da auch nicht mehr rein. Kommen die da hin? Durch die Tür da lang? Weiß nicht, kommen, da geht da noch ein Leiterchen nach unten, dass sie da hinkommen? Nee. Aber die kommen von da nach da, oder? Das würde bedeuten, wenn ich hier eine Mauer runterziehe, dann sollte das doch klappen, dass ich hier die Mauer trenne und da noch einen hinstelle, oder? Das mal gerade mal checken. Da kriege ich nur einen so oder so hin. Dann können wir den doch da auch gleich weglassen. Kostet uns ein Ziegel weniger. Ja, so machen wir es. Essen 1800, okay. Strom ist wieder weg. Da hängt einfach zu viel hinter hier. Erst muss immer einer zum Laufen kommen, dass es hier vorangeht. Aber das machen wir ja jetzt hiermit. Besser, will ich hoffen. Oh, die ist krank. Lebensmittel zur Zeit der Genesung 1,1 Zyklen. Die Matschregel sind der Müll. Ja. Gucken mal, wie sieht's hier oben aus? Oh, da läuft schon einiges. Wenn sie die Leiter fertig haben, dann können sie hier weitermachen, ne? Ja. Okay, das wird aber noch dauern. Was kann hier abgeholt werden? Magmatit. Haben wir noch was Leeres hier? Nö. Grab das mal weg. Und stell da mal so Dinge auf. Ah, egal, mach mal. Ach so, hier unser Viech da, wollen wir auch noch einfangen, ne? Das müssen wir hier machen, ne? Fange Tier ein. Kann hier eingefangen werden? Fangwerkzeug, ja. Jetzt wandert er auch noch nach oben, ne? Kann der immer nicht eingefangen werden oder nur gerade da nicht? Wohl gerade da nicht, ne? Der wandert auch so komisch. Wie krieg ich den denn? Gar nicht. Verhungern. Jetzt haben wir wieder 0. Aber die sind doch hier schon fast fertig, oder? Ja, 97, 96. Ja, wir müssen unbedingt noch mehr an mehr Essen kommen.
Hier sind noch Punkte zu vergeben. Machen wir doch mal schnell. Camilla, das ist schon alles fertig, ne? Drei, zwei, fünf. Wir haben hier überall schon welche. Hier unten fehlt es noch ein Mechatroniker, aber ja, verbesserte Tragfähigkeit führt ja auch dahin. Hier haben wir fertig. Kann dann hier unter medizinische Präparation machen. Okay, machen wir auch. Hier, Herzchen schon alle durch, ja. Und dann mit Kranken können wir da noch eine Stufe mehr machen. Herzchen sind durch, Viehzucht machen wir dann da noch zu Ende. Hier unten haben wir noch einen, der macht den Mechatroniker, den Techniker oder Meister, keine Ahnung. Mechatronik-Technik. Dann haben wir das. Das läuft. Moralbedürfnis, Moral 7, Bedürfnis 9. Okay, das ist jetzt nicht so dolle. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, welche Kappe kann der denn aufhaben hier oder hat der auf. Fortschrittliche medizinische Versorgung. Der hat aber verbesserten Bau auf, ne? Ja. Und hier haben wir fortschrittliche medizinische... Achso, warte mal, da müssen wir da erst hin. Ja, das ist unser Medikus. Hier haben wir dann da oben... Super, duper schweres Graben ist das ja schon. Okay, das passt. Das ist der Top-Forscher. Astronomie passt. Haben wir schon alles gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles durch habe, ne? Das ist hier unser Salatbuffet-Chef. Grillen 2 ist auch schon. Hier haben wir einen Viehzüchter, oder? Viehzucht 2 passt. Word ist... Womit unterwegs? Mit Klempnerei. Der ist aber bei der Viehzucht oder bei der Landwirtschaft besser aufgehoben, ne? Was ist denn in Landwirtschaft hier? Hä, bin ich jetzt... Ach, ich habe nicht ausgewählt, deswegen alles klar. Oder doch ausgewählt? Ne, das ist Bird. Und Bird ist jetzt da. Ja, der ist der Top-Klempner. Das bleibt dann so. Das war ja... ich vertue mich gerade. Alles klar. Das hier ist noch ein Top-Gräbler, der wieder oben passt. Hier haben wir noch einen Klempner. Könnte aber auch ein schwerer, super schwerer Gräber sein. Was ist wichtig? Klempner oder Graben? Ist das jetzt überhaupt wichtig? Was macht er denn hier? Schutzanzugsgrillen? Schutzanzugstraining, dann nehmen wir doch den. Der musste noch gesteigert werden, siehst du? Hier können wir auch noch was tun. Das war jetzt hier... Verbesserte Landwirtschaft, weiß nicht, ob das... das Richtige ist. Hier haben wir noch einen Frankie. Was macht Frankie? Frankie ist verbesserte Stärke. Dann wäre er Klempner, ne? Aber ich denke mal, Elektrotechnik haben wir gar keinen. Dann macht er Elektrotechnik jetzt. Und hier haben wir noch einen Forscher. Travolta. Kann jetzt schon die Feldstudien, die Astronomie geht auch, dann kriegt er auch die bessere Mütze auf. Und hier haben wir dann Mechatronik. Mechatronik-Technik, also den, passt. Super, haben wir das angeglichen. Und Forschung läuft hoffentlich noch.
Ja, da oben. Kriegen wir also hin. Fertigkeiten sind wir durch. Prioritäten, da haben wir schon lange nicht mehr reingeguckt, glaube ich, oder? Kann das sein? So, neue Duplikanten funktionieren da oben so. Er könnte hier noch was beimachen. Hier sind zwei Sachen. Hier kann er auch angreifen. Naja, macht er jetzt. Das ist top. Warte, dann können wir es hier rausnehmen, weil da schon mehr andere sind. Das hier ist, ja, der hat schon viel, ne? Dann nehmen wir da mal raus. Versorgung und Lagerung, weil er hier schon das hat. Hier, das ist Turner. Turner muss noch irgendwie was mehr machen. Gucken wir gleich, was Turner noch machen kann. Dieses Fenster müssen wir mal zumachen, damit wir das da unten sehen. Versorgung. Haben wir jetzt ihn da? Nee. Ja, das lassen wir mal so. Hier unten ist Catalina, die hat auch nur eine Aufgabe. Und Travaldo auch. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo es noch ganz fehlt. Viehzucht haben wir hier, da könnte noch einer unterstützen. Und das könnte hier er noch mitmachen, Barney, dann hat er zwei Aufgaben. Hier fehlt es noch bei Dekorieren, oder? Da ist nur einer. Kann noch jemand mehr dekorieren, wer noch was hat? Ich denke mal hier unten, Catalina macht das dann noch mit, obwohl die besser hier wäre, aber da haben wir schon welche. So, jetzt hier nochmal gucken, da ist genug. Hier haben wir zwei. Hier fehlt es jetzt noch an diesen beiden Sachen. Umschalten. Macht keiner. Keiner schaltet um. Tatsächlich nicht. Zwei, 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 drei, zwei, drei. Eine Sache. Turner macht nur umschalten. Turner wird auch fürs Umschalten besonders geschult. Und Ari macht das noch mit. So. Was haben wir hier noch? Lebens. Lebenserhaltung. Hier ist niemand drin, oder wie sehe ich das auch? Niemand da? Gut, du bist ab jetzt da auch neuer Chef, weil du nur eine Aufgabe hast. Und Catalina noch dazu. Barney, ja, hier. Ne, da haben wir jetzt Ari schon da das gegeben. Ja, komm, Catalina, hast du verloren, du musst das auch noch mitmachen. Das haben wir dann. Okay. Prioritäten haben wir gesetzt. Zeitplan habe ich schon lange nicht mehr reingeguckt wahrscheinlich. Aber das braucht man auch nicht, weil wir ja viele Zeitpläne hier haben mit Leuten drin. Ne? Passt schon. Nachtschichtler haben wir. Alles ist gut. Das ist gut aufgeteilt. Das können wir so lassen. So, Ernährung. Da müssen wir nochmal reingucken. Was haben wir? 1200 Kalorien. Da können wir auch nichts streitig machen hier zurzeit, denke ich mal. Ne? Der Matschriegel, der müsste eigentlich raus. Aber wir wissen ja gar nicht, wie es weitergeht erstmal mit dem Essen. Das ist noch ein bisschen schwierig. Gut, was haben wir noch? Vitalwerte, ja, okay. Heute gegessen. Die meisten noch nichts, ne? Das ist schlecht. Und Sättigung, naja, da geht's bei einigen schon. 3, 2, 2 ist gut, aber die mit den 1000, da ist es schon schwach. Moral 9, 12 von 7, das ist jetzt nicht so gut, ne? Ne, Bedürfnis ist 7 und hat Moral 12. Umgekehrt ist es vorne.
Ah, hier haben wir es, ne? Moral Gesamt 10 und Moralbedürfnis ist 11. Naja. Wird schon werden, da müssen wir noch dran arbeiten. So, wir haben das erstmal weitergemacht. Hier, diese Skulpturen sind natürlich nicht so der Bringer, ne? Da müssen wir gucken, dass es nochmal besser wird. Was ich jetzt hier sehe, wir haben jetzt hier was zurückgebaut, oder? Das heißt, das kann zerlegt werden. Das zerlegen wir auch, genauso wie wir das zerlegen. Weil wir da eigentlich zurückbauen, damit wir mehr Schacht haben, oder? Hm. Hier ist natürlich das mit dem Schacht doof gelaufen, ne? Das müsste alles eins nach da und die Skulptur muss da weg. Kannst du auch zerlegen. Müssen wir alles umbauen. Machen wir aber, macht Sinn. Warum geht's hier nicht voran? Körpertemperatur. 5 bis 30 Grad. Und wie viel haben wir hier? 32, ist zu warm. Das ist schlecht. Mach da eine Meld aus rein. Auch 10 bis 30 Grad. Hier muss es kühler werden. Es kommt von hier oben. Kriegen wir das hin, dass wir hier Isolierziegel machen? Bringt das was? Vielleicht bringt das was. Müssen wir ausprobieren. Dann bleibt die Wärme weg, oder? Gucken wir mal. Wissen tue ich es nicht, aber wir können es ja mal probieren. Wie sieht es hier oben aus? Okay, da geht's voran. Pumpe ist noch nicht gebaut, weil man nicht dran kommt, weil da erst gebaut werden muss. Okay. Aber da geht es ja jetzt schon ein bisschen voran. Der zweite Bauarbeiter kommt auch. Okay. Wird wohl werden. Okay. Sieht erstmal nicht schlecht aus hier. Ach, hier muss der Schacht auch noch weiter werden. Ja, bis dahin machen wir schon mal. Was fehlt hier? Eingelegte Mahlzeit, können wir die denn machen? Qualität ist grässlich, aber bringt auf jeden Fall was zu essen, oder? Frittierter Matsch. Eingelegte Mahlzeiten und was ist das? Achso, der Omelette geht nicht. Nur da sind wir weg. Ups. Frittierter Matsch. So, dann müssen wir hier den Matsch regeln. Wo wird der gemacht? Wo ist denn das Ding für ein Matschregel hin? Da. Matschregel ist auf Dauer gestellt. Macht aber keiner. Ist auch neu in die Dingens. Was fehlt denn? Wasser fehlt. Wieso fehlt Wasser? Oh, hier. Das ist auch noch nicht so weit, ne? Hm. Das heißt, wir müssen die Pumpe ganz schnell umsetzen. Sanitär. Pumpe. Machen wir die doch erstmal hier hin, oder? Ja, komm los. Und natürlich mit einer hohen Priorität, weil Wasser brauchen wir ganz schnell. Das ist doof gelaufen, ne? Die kannst du zerlegen dann. Das muss hier auch noch fertig werden, Mann. Aber da müssen wir ja mit der Leitung hin, damit wir das Wasser kühlen. Und da sind wir hier von unterwegs. Essen sieht gerade nicht gut aus. Ich hoffe, dass wir es einigermaßen hinkriegen mit der Temperatur durch diese Ziegel. Weil Essen ist gerade schon wieder bei Null, ne? Vielleicht gibt es ja Essen gerade einzukaufen.
Balsamlilie, Samen. Was bringt die uns? Oder was bringt der uns? Ist ja nur einer. Aber das können wir nicht machen, sag schon, weil... Und was bringt das uns? Heilkraut. Dadurch ist die Pflanze sowohl für die Stärkung des Immunsystems als auch für die Linderung einer Vielzahl von häufigen Krankheiten wie Fieber und Schmerzen geeignet. Okay. Temperatur ist warm. Okay. Luftdruck mindestens 150 Grad. Chlorgas. Dekoration 15. Das bedeutet, hier gibt es Chlorgas. Das ist hier doch so eine Pflanze, ne? Ja, tatsächlich. Haben wir hier irgendwo Chlorgas denn dann so schon ein bisschen drin? Ne, ne? Das war verschmutzter Sauerstoff. Das bringt uns auch nicht weiter. Das ist alles nur verschmutzter Sauerstoff. Hier ist ein bisschen Chlorgas. Aber da ist das jetzt auch nicht so... Da würde ich jetzt sagen, wir machen da eine Luftschleuse rein. Die machen wir ja nicht ganz so oft auf und gucken, dass wir das hier reinkriegen, oder? Und dann machen wir da so einen Blumenplopf hin, wo wir die reinpflanzen können. Wo waren das bei Nahrung, ne? Ja. Oh, wieso ist denn da Wasser? Hier ist schon was geschmolzen, alles klar. Okay, das haben wir dann schon mal super hingekriegt. Erstmal das hier weggraben. Und dann wischen. Da hat es mit dem Wasser schon so geklappt, wie ich das vorausgesehen habe. Das ist schon wärmer hier geworden dann und schmilzt schon weg, oder wie? Okay. Ist gerade Nacht, deswegen passiert hier nichts, ne? Oh, hier ist schon mal erntereif, das ist schon mal gut. Das hier läuft auch nicht, Rohr verkehrt. Ah doch, jetzt läuft's gerade und dann ist auch schon wieder vorbei. Das Wasser geht wieder, das ist gut. Es fehlt hier. Beleuchtung fehlt, alles klar. Kommt wieder und... Kommt... Ach so, schon wieder aus. Ja, nasse Füße ist nicht gut. Wischen mit Prio 9. So, das fällt jetzt runter. Und dann ist es hier zu warm. Ne, da ist es noch kühl. Aber was hier runterfällt, ne, das wird dann zu kühl. Hier sind wir knapp über Null. Das heißt, was hier hinfällt, wird flüssig. Könnte der jetzt hier erst bauen? Würde Sinn machen, oder? Naja. Hier ist schon alles aufgewischt. Was liegt hier denn? Eisenerz, cool, das braucht man. Wegfindung zeigen. Boah, wo der überall lang feuert. Aber wenn er hier erstmal wäre, wäre er nicht schlecht, ne? Vielleicht können wir da mal eine Schleuse setzen, dass er da nicht mehr hoch kann.
Geht das so? Ne, da muss die Leiter für weg. Zerlegen wir die mal gerade. Ah, erst muss die Leiter weg, dann geht's. Ich weiß aber nicht, ob die dann da noch hochkommen können. Ah, er baut sie schon. Vielleicht klappt das ja. Ist das hier? Schleim. Den hat er gemacht, ne? Okay. Stößt verschmutzten Sauerstoff aus. Okay. Das wird aber schon. Bin ich fest von überzeugt. Nur das mit dem Strom wird nichts. Hier gibt es gerade Essen, das ist gut. Da werden gerade diese Kalorien gesammelt. Hier bin ich nicht so mit zufrieden. Hier, das haben wir frisch angepflanzt, letztens mit Wasser versorgt. Da geht es jetzt voran. 81%. Und hier oben, ja, wir haben gerade wieder 2600 Kalorien. Nicht viel, aber wir haben sie. Und hier, wird das jetzt besser mit der Temperatur? 31,7. 30,8, ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir das hier umgesetzt. Jetzt müssen wir da noch so ein Feld hinpflanzen. Hier noch so ein Acker machen. Dann können wir den noch da pflanzen. Was ist das für ein grünes Ding? Spurenelementdünger. Okay. 31,7 Grad. 31,5. Ich glaube, es wird hier aber kühler, kann das sein? Vielleicht kriegen wir das noch hin. Müssen wir schauen. Das hat schon geklappt. Das bedeutet, das zerlegen wir auch mal gerade. Und da ist keine Rutschstange mehr. Dann würde ich nämlich das auch noch schnell dahin bauen wollen. Und dann klappt das schon, den da runter zu kriegen. Jetzt ist er natürlich gerade oben, ne? Jetzt hat er da wieder was runtergeschmissen, oder? Schleim. Ja, der macht den schon mal. Aber da ist noch ein weiter Weg bis dahin, ne? Jetzt wird das gebaut. Naja, wir müssen schauen. Aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder so weit, dass wir... Ne? Ist das Licht denn da? Ja, ne? Oder nicht? Leuchtet das dahin oder nicht? Kann ich das sehen irgendwo? Beim Lichtoverlay nur. Ja, es kommt da nicht hin. Das bedeutet, die Lampe muss daneben. Und da auch noch einen. Gut, okay, dann sind wir aber soweit erstmal fertig. Ich würde sagen, wir müssen schauen, dass wir da insgesamt noch weiterkommen. Hier oben sieht es ja ganz cool schon aus eigentlich. Da müssen wir nur gucken, dass das fertig wird noch. Hier müssen wir wahrscheinlich noch eine Schleuse bauen. Ist das eine automatische, das ist eine pneumatische? So läuft's. Ja, da müssen wir gucken, ne? Wie weit wir dann nächstes Mal kommen. Die sind alle hier schön am Strampeln und so. Und wir versuchen das alles hinzukriegen, dass es läuft, ne? Aber so richtig bin ich gerade nicht damit zufrieden, was hier so läuft, ne? Das können wir jetzt vielleicht mal gerade zerlegen noch. Damit wir den zweiten Elektrolyser machen und Elektrolyseur machen können. Und dann geht's weiter, ne? Alles klar, würde ich erstmal sagen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo macht. Und falls ihr noch nicht die Glocke anhabt, dann macht die an, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Daumen hoch für die Folge. Wäre da auch ganz nett, wenn ihr das machen würdet. Und Kommentare herzlich willkommen. Schreibt was rein, genauso wie dieses Video auf anderen Kanälen teilen.
Alles klar, bis dann. Macht's gut. Tschüss.